herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Wir haben heute wieder einen Snacktest. Ja, ich freue mich schon. Wir haben nämlich den Starbucks-Kaffee aus dem Supermarkt geholt. Genau, das ist aus der Kühlung kalter Kaffee und den muss man schütteln genau. Und kalt genießen. Und unserer ist noch schön kalt, also der ist gerade ganz frisch geholt. Wir haben den beim Marktkauf gekauft. Ihr fragt ja immer gerne. Genau. Und haben ungefähr 1,70, ich glaube 1,69 pro Einheit, also pro Becher. Es war relativ teuer, aber wenn man zu Starbucks-Kaffee. Genau. Wenn wir in die Innenstadt gefahren wären zu Starbucks, dann haben wir einiges mehr losgemacht für genau. Zwei große Kaffee. Und 220 Milliliter sind da drin. Ja, bei mir auch. Und Fair Trade steht auch mit drauf. Auf jeden Fall ist das hier der Seattle Latte. Ich habe hier den Caramel Macchiato, also wahrscheinlich so mein absoluter Liebling. Ich gehe mal davon aus. Das ist auch das, was ich bei Starbucks sonst, wenn ich was bestelle, dann lasse ich mit Karamell, immer mit viel Karamell drauf. Und hier, ja, das ist der klassische Cappuccino. Das ist der Cappuccino, ja. Gut. Jeder kann sich ja mal einen Strohhalm nehmen. Die werden geliefert mit den kleinen Strohhalmen. Oh, das sind solche langen. Also oh, okay. So ich hatte mich eben schon gefragt, wie das nämlich funktionieren soll, wenn man nur den kurzen Strohhalm hat. Kommt man gar nicht unten rein. Aber so geht's. Gut, dann hat jeder von uns einen Strohhalm zum Probieren. Und ich steche meinen schon einfach hier rein. Ich bekomme meinen welchen. Seattle Latte. Ich bekomme meinen Strohhalm. Doch, ich habe ihn. Nee, ich habe es geschafft. Ich habe das Einreißteil nicht gefunden. So, der Seattle Latte. Hier mache ich den Deckel wieder drauf. Der Deckel so als Schutz, damit das Ganze nicht rausschwappt. Und ich würde sagen, ich schüttel den auch mal. Habe ich den hier überhaupt geschüttelt? Ich glaube nicht, aber er schmeckt bestimmt trotzdem gut. Den macht ja nur noch ein bisschen Schaum. Also hier hört man jetzt auch nichts mehr. Der hat sich anscheinend wirklich Schaum gebildet. Mach mal so noch. Und dann steche ich den auch mal ein. Und dann würde ich sagen, probiert jeder erstmal sein. Ja. Und danach gibt es den Karamell und tauschen. Schmeckt gut. Man schmeckt auf jeden Fall direkt Milch raus. Also wie ein Milchkaffee schmeckt der. Ein bisschen süßlicher. Mm, ist ja auch Latte, ne? Mm. Das ist der Seattle Latte. Also es schmeckt aber ganz stark, schmeckt man die Milch raus. Schmeckt lecker. 75% Milch steht bei mir hier. Wo hast denn du die Angabe? Ich finde die mal gerade nicht. Doch, bei mir ist auch 75, ja. Oh, Cappuccino auch 75% Milch. Das ist ganz schön viel eigentlich. Und bei diesem hier auch 75% Milch. Also das ist eher so ein Kaffee, so ein Milchmixgetränk. Ja, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Nee. Findest du irgendwo die Angabe, wie viel Koffein bei dir drin ist? Das ist ja auch immer... Ich finde es nicht gerade. Doch, ich habe 40 Gramm. Das ist ganz schön viel. Das ist... Ich 47. Oh, die sind ganz schön stark. Ne? Der hat auch 47. Mhm. Das ist mehr als ein Red Bull pro 100 Milliliter. Mhm. Ja. Okay. Also der schmeckt auf jeden Fall schon mal lecker, aber jetzt auch nicht so ganz besonders, wenn ich jetzt, ich kann jetzt nicht behaupten, dass das ein ganz spannendes neues Getränk für mich ist. Also schmeckt gut, aber dieses hier ist auch ist wirklich lecker. Ich mag auch gerne Cappuccino, hat ein sehr angenehmes Aroma. Der schmeckt mir noch besser, der ist süßlicher. Der ist ein bisschen herber. Genau. Dieser schmeckt so ein bisschen auch, ja, so süßlich, vielleicht sogar ein bisschen schokoladig. Ein bisschen vielleicht, aber nicht wirklich viel. Dieser ist herber und mit der Kaffee kommt mehr durch. Der ist wirklich zum Wachwerden hier. Ui! Lecker, ja, doch, lecker. Schmecken beide aber ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Soll ich mal den einstechen? Genau, ja. Ich schiebe ihn dir jetzt noch einmal durchschütteln. Und das ist jetzt der Caramel Macchiato. Ne? Ja. Den wirst du mögen. Aber ich mag. Ja, der schmeckt sehr stark nach Caramel. Ich gebe ihn dir mal. Auch so ein bisschen herb, aber so eine ganz starke Karamellnote. Der ist lecker. Mein Fall ist es nicht. Doch, der ist super. Ich muss jetzt sagen. Schmeckt auch richtig nach diesem Karamellsirup von Starbucks, der immer auf dem Milchschaum drauf ist.
Ich fand jetzt den Seattle Latte ziemlich gut, so einfach wie ein Kaffeegetränk. Mhm. Und dieser ist eben noch ein bisschen so süßlicher. Ja. Ich hatte eben gesagt, der schmeckt mir noch besser, aber ich glaube, jetzt im Nachhinein würde ich mich doch, wenn ich jetzt mich für einen entscheiden müsste, für diesen Seattle Latte entscheiden. Der schmeckt eben wie ein Milchkaffee, mhm. aber so ein bisschen herb. Nicht ja. so, das ist wieder wie so ein süßes, so eine Süßigkeit. Ne? Ja. Und das ist wirklich wie ein Kaffee. Der Karamell ist halt für mich auch wie eine Süßigkeit. Ja, er ist sehr stark nach Karamell, aber auch es kommt das Kaffeearoma auch noch schön durch. Also wirklich wie Karamell Macchiato. Ist absolut mein Highlight. Ja, die beiden sind so bei mir zusammen auf dem zweiten Platz. Gefallen mir alle sehr gut. Ja, auf jeden Fall lecker. Ich finde auch generell trinke ich ganz gerne diese kalten Kaffees. Verhältnismäßig sind sie da so ein bisschen teuer. Teuer. Und ich habe auch schon andere Sorten ausprobiert, da muss ich jetzt sagen, die sind jetzt nicht irgendwie, da ist jetzt nicht ein... Kann man sich selbst auch noch ein bisschen Karamellsirup reinrühren, habe ich noch nie gemacht. Ja, gibt es aber auch von anderen, also auch bei Aldi und Lidl und so gibt es davon. Gibt es die mit Karamell? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns in die Kommentare. Ich suche nie und dann... Ich suche nie halt Sachen mit Karamell. Ich suche immer nach den Sachen mit Karamell. Genau. Deswegen weiß ich das nicht so genau. Aber ich muss mal nachsehen. Generell ich kann es mir gut vorstellen, dass es das gibt, ja. Generell kann ich sagen, dass die jetzt nicht so außergewöhnlich, also schmecken lecker, mhm. Haben auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben verdient. Aber jetzt, ich würde jetzt mir nicht unbedingt für 1,69 den kaufen, sondern da gibt es auch günstigere Alternativen, die auch lecker sind. Ja, das war's auch schon. Hat Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Genau. Und ihr könnt uns ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die kennt oder ob ihr vielleicht irgendwie von Starbucks einen bestimmten Lieblingscafé habt. Das würde uns total interessieren. Ich mag auch total gerne diese Eiscafé-Frappés. Ja. Wenn ihr das mögt oder wenn ihr irgendeine andere Lieblingssorte habt von Star Wars, Starbucks, dann schreibt vier. Schreibt es uns alles in die Kommentare. Star genau. Wars, Starbucks. Genau, wenn ihr Star Wars mögt, könnt ihr das uns auch gerne unten reinschreiben. Ja, das war's auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.